Der größte Fortuna-Moment war das Europapokalspiel gegen Barcelona in Basel. Es war ein sensationelles Spiel. 15.000 Fortuna-Fans da. Wenn man mit den Leuten spricht, waren, glaube ich, 200.000 Düsseldorfer in Basel im Stadion, weil jeder war da. Ne? Also ich gehöre zu den wenigen 8 Düsseldorfern, die nicht in Basel gewesen sind. Ja. Also ich muss mich dafür heute noch, glaube ich, immer rechtfertigen. Weil der Rest war ja da. Da war ja nur noch ein Schutzmann, der auf diese 8 Düsseldorfer, also mich auch, aufgepasst hat. Und sonst war die Stadt abgeschlossen. Und alle anderen waren ja in Basel. 540.000 Düsseldorfer, alle in Basel. Wenn man überlegt, wie viele Düsseldorfer da nach Basel gefahren sind. Ich glaube, es waren 15.000, 20.000, die da hingekommen sind. Und dann diese tolle Atmosphäre auch mit dem FC Barcelona. Dieses tolle Spiel, wo wir uns ja so gut verkauft haben. Man muss ja überlegen, damals in Barcelona spielte ein Krankel, er spielte ein Johan Neeskens. Alleine dieser Johan Neeskens verdiente mehr alleine wie unsere ganze Mannschaft zusammen. Und dann dieses Spiel mitzuerleben, vor dieser Stimmung, vor dieser tollen Kulisse, also das war schon einmalig, muss ich sagen. Da war ich so aufgeregt, da war ich bis 2 Tage nicht in eine Leere aufgetaucht, weil ich wollte unbedingt zu dem Endspiel hin. Ganz klar. Und der hätte Meister gesagt für mich, Junge, ich weiß genau, was in dich vorgegangen ist. Und die waren mir ja nicht böse. Ich habe alle im Fernsehen geguckt. Ich wollte das nicht missen. Und das hatte ich schon noch nicht gemisst. Da habe ich so einen großen Zylinder gehabt. Ey. Und da habe ich nachher so einen Spanier geschenkt. Und dann hätte er mich seinen Kappe gegeben. Ich komme aus der Jugend und man hat dann so einen unfassbaren Erfolg, ne, mit so einer Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf. Wenn man in Bayern München natürlich hochkommt, dann ist das Anspruchsdenken, man wird Meister, man wird Pokalsieger, international. Aber wir als kleiner Verein Düsseldorf, ne, sage ich mal, dann solche Erfolge feiern, das ist irgendwie wie so ein Traum, den man dann gelebt hat. Ein Endspiel, wo man wirklich so das Gefühl hatte, also da sind die Großen und da sind die Kleinen oder ist der große Außenseiter? Ich kann mich erinnern, dass noch vor dem Spiel der Bundestrainer damals Jupp Derwall in die Kabine kam. Wir waren alle umgezogen, bis auf einer Baltete stand der ein Fuß oben auf der Bank und einer am Kleiderhaken. Da habe ich gesagt, oh, der Bundestrainer lässt sich auch noch mal blicken. Ich kannte ja Jupp Derwall schon als aus den Anfang der 70er Jahre. Super Mensch, super Trainer. Das sagst du richtig überheblich, was ja gar nicht seine Art ist. Ach, da kommt der Bundestrainer. Ich sag einer, spinnst du, zieh dich mal um. Ach, der Junge, bist du verrückt, dann ist doch der Bundestrainer. Der war auch völlig daneben, neben der Spur. Alles, was so davor passiert, da war ich auch in so einem Tunnel, wenn man das so sagen kann. Wir haben ja früher auch nicht um Erdnüsse gespielt, aber so eine Atmosphäre, wie da herrschte. Das war ein richtiger Hexenkessel, das war ja ein kleines Stadion, ja, das aus den Nähten gebrochen ist. Und da darfst du natürlich rein, da bist du dabei. Das ist ein Erfahrungsschatz, den man durch nichts ersetzen kann. Aber die Atmosphäre damals in Basel, also ich habe die also unwahrscheinlich als prickelnd erfunden und wo man heute noch Gänsehaut kriegt. Und die Barcelona-Mannschaft damals, also das war eine andere. Die haben damals kein Tiki-Taki gespielt, das waren gute Fußballer. Korophäen. Das waren wirklich herausragende Spieler. Oder der rechte Verteidiger Migo Elit, also das war ein Schlechter, ja. Das muss ich wirklich sagen. Also das war wirklich eine übelste Sorte, wenn ich das heute so sagen darf. Also das war schon heftig, das muss ich wirklich sagen. Also da musste man sich seiner Haut ganz teuer erwehren, wenn man dem nur in die Nähe kam. Das war ein knallhartes Spiel. Da war unheimlich viel Tempo drin. Das war mit richtig intensiv geführten Zweikämpfen war das gespickt. Und also ich glaube, dass das auf einem sehr hohen Niveau war. Und das war eine sensationelle Leistung. Das ist angepfiffen worden und da war es schon fast zu Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du warst hochkonzentriert, du wolltest das Spiel gewinnen. Und so sind wir das Spiel angegangen. Also wir sind, ich denke, jeder über sich hinausgewachsen in diesem Spiel. Ja, es war einmalig. Das hätten wir vielleicht gewinnen können. Wir waren so stark, die Mannschaft war so stark. Wir hätten das gewinnen können. Und der Ball ist im Tor. Klaus Allos. Ja gut, dann sieht man mal wieder, ne, was das für Zeiten waren. Da waren, glaube ich, 3 Kameras, ne, im Stadion. Ne. Heute hätte man hinterm Tor 2 oder 3 von oben, von der Seite. Da hätte man das wahrscheinlich genau aufklären können, wer letztendlich mit der Fußspitze dran war. Ne. Aber statistisch werde ich geführt, also habe ich ein Tor geschossen in meinem Europapokal-Endspiel. Aber wir sagen immer, oder ich sage immer, wir haben es beide geschossen. Also, ich sag's mal, in der Reihenfolge. Ich glaube beide, wenn nicht beide, dann eher Thomas. Und dritte Möglichkeit, dass ich es war. Letztendlich ist ja nur entscheidend, dass er drin war. Hat zwar dann doch nicht gereicht, aber
hat uns ein Stück weitergeholfen damals. So erinnere ich mich, dass Wolfgang Seel dann sagte, wenn das noch 2-3 Minuten länger gegangen wäre, ich hätte noch eins gemacht. Er war so begeistert davon, dachte, ich hätte noch ein Tor gemacht. Da waren sie ganz nah dran, das große Ding zu drehen in Basel. Der traurigste Moment, oder auch für uns, waren die Verletzungen in diesem Spiel mit dem Gerd Zimmermann und Dieter Brey. Und beide Spiele waren für uns in der Mannschaft so wertvoll. 4-3 verloren nach Verlängerung. Und das war für ihn und Dieter Brey ganz, ganz tragisch mit den Kreuzbandrissen. Ja, das war das Ende von Fortuna für mich. Ja. Das Spiel wird unterbrochen, weil die Nummer 2 der Düsseldorfer, weil Brey am Boden liegt. Ich hatte Schmerzen und das Bein wurde schon auf der Bank immer dicker, immer dicker. In einem Spiel 2 Abwehrspieler verlieren, das konnte man nie mehr auffangen. Nee. Und das hat ja so ausgesehen, als wenn man die noch, als wenn man mehr drauf gehabt hat. Ah ja, sicher. Die waren doch fertig. Die waren, ja. Ja. Und ich kann mich noch gut an die Szene erinnern. Ich hatte ja nie eine Verletzung. Ich wusste ja gar nicht, was ich hatte. Keine Erfahrung auch da mit Verletzungen. Und ich merkte, irgendwas mit meinem Knie ist nicht in Ordnung. Also ich habe das Gefühl, und der Unterschenkel ist gar nicht mehr dran. Dann habe ich dem gesagt im Spiel, mach das so fest, wie es geht. Also ich, das klemmte fast schon ab. Unten, das wurde schon ganz weiß. Ich sage, mach fester. Ich wollte ja drin bleiben, mit aller Macht. Ich war im ersten Moment ein Foul wie jedes andere auch. Aber dann nachher, wie Barcelona dann den Angriff gestartet hatte und ich musste hinter dem Krankel herlaufen, da kam ich nicht mehr hinterher. Und da habe ich erst gemerkt, da ist was kaputt. Ging nicht mehr und dann kam irgendwie eine Ecke und dann bin ich bei der Ecke, obwohl ich nur 20 cm hochgesprungen bin, bin ich weggesackt wie so ein kalter Sack und das war's dann und dann war's vorbei. Dann habe ich das so in Trance, muss ich wirklich sagen, auf der Bank. Ich konnte mich weder freuen über einen Ausgleich noch ärgern über ein geschossenes Tor. Wie das Foul war, keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass er fast 2 Minuten am gegnerischen 16-Meter-Raum gelegen hat. Ja. Und wir haben immer wieder drumherum gespielt. Das war nicht so wie heute, Ball aus, Ball aus. Ja. Sondern wir haben weitergespielt. Aber bevor der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat, da haben wir nicht aufgehört. Da hat der Schiedsrichter bestimmt, jetzt wird das Spiel unterbrochen. Obwohl der Schiedsrichter war ja auch nicht die Welt. Ja gut, in dem Fall. Das hellste Licht, ne? Das war ja auch eine Pflaume. Und der Neskens war ja auch kein Freund von Traurigkeit. Der hat mir in den ersten 10 Minuten so einen Knöchel zugefügt. Ne? Und der Schiedsrichter steht daneben und sagt nichts. Ne? Oder beziehungsweise hat er nicht reagiert. Die waren konditionell, waren die uns total unterlegen. Und habe immer so das Gefühl gehabt, wir schaffen das noch. Ne? Trotz der 2 Reservisten, die reingekommen sind. Ne? Also man hat insgeheim gedacht, gut, jetzt hast du ein dickes Knie. Du hast ja schon 100-mal einen dicken Knöchel gehabt. Du hast auch einen Zeh gebrochen, ihr habt auch mal einen Knöchel gebrochen. Gut, dann, nach 14 Tagen, 3 Wochen ging es dann wieder weiter. Und so habe ich das auch gedacht. Ne? Aber das hat dann so einen Knick in meinem Leben gemacht, das hätte ich auch nicht gedacht zu der Zeit. Das Spiel war so offen, dass also ein Nicht-Auseinanderreißen der Standardbesetzung uns durchaus in die Lage versetzt hätte, das Spiel tatsächlich zu gewinnen. Ja, am Ende haben wir verloren. So, das, was vielleicht erstmal gar nicht so tragisch war, weil auch mit dieser knappen Niederlage, mit der Art und Weise, wie wir das verloren haben, hatten wir natürlich unheimlich viele Sympathien gewonnen auf einen Schlag. Weil die Fortuna in diesem Spiel wirklich eine tolle Visitenkarte abgelegt hat. Also für den Verein, für die Leistungsfähigkeit des Vereins, für die Leistungsfähigkeit einiger Spieler. Und die Fortuna stand im Blickpunkt Europas. Wir hatten ja wirklich auch Barcelona, die ja damals genau den gleichen Stellenwert hatten wie heute in Europa. Ne? Das war die absolute Top-Mannschaft. Die hatten wir wirklich schon mal am Rand einer Niederlage. Ich meine, das war schon gigantisch. Du warst deprimiert, dass du das Spiel verloren hattest, hast es gar nicht so aufgenommen, was du eigentlich für eine Leistung erbracht hattest. Und das hast du erst hier in Düsseldorf aufgenommen, wie du da angekommen bist, am Bahnhof, wie die Leute dich empfangen haben, wo wir schon gedacht haben, oh, das wird schwierig, wenn du da ankommst. Ja, es gibt auch Pfiffe und ist nicht ganz so schön. Und das war gerade umgekehrt. Du bist am Bahnhof angekommen, da waren die Leute gestanden. Ich kann mich noch erinnern, da war Autokorso. Ich glaube, wir waren sogar in Kutschen. Ne? Ja, ich muss da Kutschen mal vorflächen, Dieter. Im Zug, da wurde schon erzählt,
ihr werdet empfangen. Düsseldorf ist Theater. Und das glaubte keiner von uns. Nee. Und wie wir dann aus dem Zug ausstiegen. Man konnte schon kaum aus dem Zug rauskommen. Ne? Und am Bahnhof standen die offenen Wagen. Wir sind dann auch langsam über die Köhe gefahren. Und ich glaube, wir haben 2 oder 3 Stunden gebraucht, bis wir überhaupt erst am Rathaus waren. Ne? Jetzt kannst du weiter erzählen. Aber da war, und da stand ein Kutschen aber draußen. Die Menschenmenge, die da war. Also das und dann war sind uns, wir also über die Köhe ins Rathaus hinten rein. Eine total neue Erfahrung. Ja, auch, ja. Ne? Also wir waren da auch, haben verloren. Also so ging es mir, abgehakt, verloren. Spätestens als man oben auf dem Balkon im Rathaus stand, hat man gedacht, man hätte das Spiel gewonnen. So ungefähr, so war die Stimmung. Es ist unvorstellbar gewesen. Also so einen Empfang habe ich in Düsseldorf noch nicht erlebt. Ne? Und das, glaube ich, hat alles auch dafür gesorgt, dass da letztendlich dieser Mythos draus entstanden ist.